I just need one more person to hate me. Top, that's top. Asshole, dirtbag, no good bastard. This time, it's gonna be different. This time, I will let you win. Moin, wir sind noch dran am Steve Mariangeli. Mariangeli. Der Steve, ganz interessanter Musiker, nämlich mit den 2 Nummer 1 Singlen. Auf iTunes, richtig? Richtig, ja. Und der Steve hat kein Wort davon gesungen. Richtig. Erzähl mal, was möchtest du so? Ja, also von meinen Singles, die ich so rausgebracht habe, sind ich am Anfang echt als der Songwriter. Das heißt, es sind nicht nur für den Gesang, es sind echt als für Texter. Also ich mache wirklich rein Songwriting. Ich probiere mich halt auch am Producing. Das war aber schwer, weil ich all die Techniken nicht gelernt habe, weil ich keine Musikschule hatte. Ich schaffe da wirklich echt also mit Samples. Mit das ist aber auch etwas, was ich in Zukunft will, mit meiner Musik mit abonnen. Aber wirklich in dem Moment, das hauptsächlich bei mir ist das Songwriting, wo ich für meine Texte mache. Wie ist das dann dazu gekommen? Hast du immer geschrieben, dann hast du nur irgendeinen Sänger gefunden? Oder wie war es überhaupt dazu gekommen, dass deine Musik gespielt, gesungen wird? Also? Ja, also schon, es ist noch nicht so lange umgegangen zu schreiben. Ich habe wirklich letztes Jahr im April, wie bis in den ganzen Lockdown umgegangen war, und ich habe angefangen, Texte zu schreiben. Aber das war wirklich nicht mit dem Ziel, für die irgendwann rauszubringen. Es war einfach so, für persönlich Gründe und einfach, für das ich Maps zu dienen. Und ja, das schon dann auch von Freunden und Kollegen wirklich motiviert ging. Die sagten, das hört sich am Anfang, das hört sich gut an, das könnte ich mir gut an einem Lied vorstellen. Und die mich da ein bisschen gepusht und sagten, probier, das nicht zu verlieren. Und da sind ich dann auf eine Firma, das sind Finnisch gehen aus Amerika. Da kann ich seinen Text da rausschicken und die probieren dann daraus ein Lied zu kreieren. Das heißt, du kannst ihnen sagen, okay, ich will, dass mein Lied sich so und so anhört, ich will die halt ein Instrument da dran, ich will, dass es ab der Minute das Instrument zum Beispiel dabei kommt. Das heißt, kann ich selber wählen, wie es anhören soll. Aber das waren dann Leute aus Amerika, die in einem Studio das alles gemacht haben. Und das ist aber für die, wie ich wirklich nicht sagen kann, was das mal etwas Gutes für vielleicht mal anzufangen. Das heißt, die ersten 3 Lieder, die ich rausgebracht habe, die sind eben mit dem Studio gemacht. Das heißt, da habe ich meinen Text geschrieben, ich habe hinten Anweisungen gegeben, wie ich vom Sound hier will. Und voilà, wie wird wirklich ein professioneller Sound. Und für mich war das eben die beste Möglichkeit, für da an die Musik heranzukommen. Und Sie sind dann auch Sänger, die haben weltweit in Amerika und Sie haben Leute, die Sie da weitergehen, oder? Ja, also Sie haben wirklich Kontrakt mit vielen Sängern. Sie haben lauter Kontrakte mit Producer, mit Mixer, mit Masters und eben mit Sängern. Und an Ihrer Equipe sehen Sie dann Leute, Sie gehen da zum Beispiel, haben ja 2-3 Sänger, lauschen Sie sein können. Da kannst du auch wählen, wenn für dich am besten passt. Und da kannst du eben wählen, wenn es der Lever ist. Das war auch das Problem, schon wirklich eine Menge Lieder, sonst meine ich nur ein bisschen drauf stehen. Das kann natürlich ein bisschen, ja, du könntest Leute meinen, okay, dass dann hier singt, aber das ist einfach, sie dürfen nicht den Sänger aus kontraktlichen Gründen, dürfen sie nicht, ob da um Song selber drauf tun. Das ist wirklich eine Voraussetzung, dass mein eigener Name da muss drauf stehen, für das sie der veröffentlichen. Das ist auch nicht mehr mit Artisten aus dem Ausland geschafft. Bis jetzt nicht mehr mit Artisten aus dem Ausland. Schon eine Woche schon Kontakt mit Leuten aus Lützeburg, wo mit denen ich etwas kennt man und auch will machen, weil ich wirklich auch mehr mit der Community hier im Land will zusammenarbeiten. Ja, weil was nur den ersten hier im Land, wo ich Ghostwriter überhaupt kennengelernt habe, geht das da in der Community? Kannst du andere Leute, die da vielleicht auch machen, oder was du ziemlich allein hier im Land, den für andere Leute schreibst? Also hier im Land kann ich nicht wirklich sehen, wo das noch möchte. Ich weiß zwar, dass viele Songwriting an zum Beispiel dann Producing machen oder selber singen. Aber nur so wirklich rein Ghostwriting, Songwriting kann ich wirklich kein hier im Land, wo das außerhalb von mir noch möchte. Allerdings, 10 Nummer 1 Single, wie war das für dich, dass du auf einmal aus der Reihe im Land, weil das waren ja ausländische Artisten, oder wie geht das gerechnet die Nummer 1 wegen ein Liederbot? Das war den letzten Mal schon iTunes Charts. Da weiß ich auch nicht, wie viele verkauften Singles sie braucht, für du. Ich meine, viele Männer natürlich hier in Deutschland oder Amerika, klar. Aber das war wirklich überraschend für mich, weil zumindest bei meiner ersten Single habe ich quasi keine Promo gemacht. Und ich weiß, dass viele von meiner Familie, von meinen Freunden anfangen, das kaufen für anfangen Support. Und dass da die Frau auf Platz sind, das habe ich niemals gerechnet.
das hat mir wirklich eine ganz große Motivation gegeben, so dass ich, okay, sie hatte recht, sie hat sich wirklich gut tun und ich war wirklich zufrieden. Ich war wirklich absolut niemand, der darüber geraschen tun. Ja, voilà. Du hast aber gemerkt, was aber möglich ist, hier im Land auch ohne viel Promo zu erreichen. Das hat mich wirklich froh gemacht. Ja, also, ich kann wirklich jeder anrufen, der ein Talent hat, die soll probieren, die das nächste zu verlieren. Also, probier, komm aus da raus und auf der Best. Klo, hast du schon, ich überlege gerade, wie es kennt, Negativität daran, es geht immer überall ein bisschen Negativität und Hater sozusagen. Hast du schon Leute, die dich umgeschaut haben, dass das fake wird oder dass das nicht du wirst oder das, weil das ja einfach eine ganz heikle Situation, wenn dein Name drauf steht und du hast den Text geschrieben, klar. Aber den Artist passt ja dann nicht du sozusagen, den Track zu hören. Also hast du da schon ein bisschen Feedback, wirst du Leute, die du abzusagen hatten? Ja, also ich hatte schon Leute, wo zum Beispiel Artisten, die produzieren und auch schreiben, wo mich eigentlich gefragt haben, ja, wie geht das da wirklich? Du singst so nicht, was möchtest du überhaupt? Ich so, ja, ich meine, es ist Songwriting angefangen und die sagten dann, okay, das ist ein bisschen komisch, dass du nicht wirklich musst und du hast aber deine Nummer überall gestohlen. Und ja, klar, geht immer ein bisschen Hate und so. Aber am Anfang hält sich aber Grenzen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil sie vielleicht nicht so, weil vielleicht, weil ich einfach nicht hier im Land wirklich so groß sind, wenn ich nur zum Beispiel, wenn ich mich nur keinen mal einen Turn-Up-Tun zum Beispiel vergleichen. Jeder kennt den Turn-Up-Tun, das ist aber noch bald kein hier in der Community, wo mich nur zum Beispiel kennt. Auch vielleicht, weil er echt mit nationalen Künstlern schafft, mit Lützebäuer und er auch wirklich auch auf Lützebäuer Musik macht. Und weil ich dann echt Englisch ist, ist bei mir auch mein Zielgruppe auch echt ein bisschen international. Das ist auch vielleicht der Grund, für was ich nicht so viel Hate, vielleicht gut. Das ist mehr, für mich ist das dann von gut, was man hat natürlich. Aber das ist nicht immer schlecht, um von Hate zu kriegen. Nee. Weil, wenn ich dann fange, auch Hate kriege oder Leute, die eben nicht wirklich so das feiern, nicht weiß aber, dass ich etwas auslese, dann, dass ich dann sage, dass ich am Anfang mal gehört habe. Das ist nicht immer negativ. Das hält sich natürlich immer ganz in Form von Hate, natürlich, wie ich kriege, aber ja, ich meine, das ist nicht wirklich immer so etwas ganz Negatives. Klar, wenn das im Ausland ist, ist natürlich auch nicht neu. Ja, Ghostwriting, das ist gang und gäbe bei der Musikbranche im Ausland. Das ist halt nicht nur im Land, tut mich wirklich gefreut, weil die Leute, das ist noch so klein und es gibt noch so viel über Realness und den ganzen Streit, den es gibt überhaupt zwischen den Leuten, die noch selber singen und selber ihre Texte schreiben, gibt es Realness-Beef. Und vielleicht wird Steve schon den einen oder anderen aufgerufen, den er erzählen, dass er nicht sein Musiker ist. Also. Ja. Nee, ich fand es immer schön, dass du, wie von du trotzdem Musik zu machen, obwohl du kein gesanglichen Talent hast. Genau. Das ist immer gut, weil bleibt viel zu hängen. Zum Beispiel beim Schreiben, ich kenne auch Leute, die können immens gut singen und die können Kiefer schreiben. Also das kann ich nicht immer. Genau. Und ich fand natürlich gut, dass dann du kannst die Musik machen, die Leute können hier Musik machen, wenn das zusammenkommt. Das ist ja eigentlich etwas Schönes sozusagen. Voilà. Und dass du auch die Messagen darüber bringst. Wie schreibst du den Texte, sind dann auch immer privat? Wie hast du das für dich für Privattexte von dir? Da sind andere Menschen, die rumgehen. Wie fühlt sich das an? Weil das ja den Gefühl, dass du dann den Text da dran an den Erfahrungen und dass du dann einen anderen Menschen erzählst. Klar. Ja, das war am Anfang ein bisschen schwer, weil ich eben wollte, dass die Emotionen am Anfang, wo ich an meinen Text da wiedergehen habe, dass die am Anfang auch zum Ausdruck kommen. Und dafür war ich am Anfang, und ich pure Sänger habe probiert an. Schon auch zum Beispiel viel Paket zum Beispiel von Leuten, die mich hören, wenn ich schwätze oder so, sagten sie, ja, den Sänger, der singt, die können aber den Stimme am Anfang noch. Und dafür haben sie mir am Anfang auch gut geglaubt, dass ich nicht singen kann. Aber das war effektiv am Anfang ein bisschen schwer, für wirklich genau die Emotionen so rüberzubringen, wie ich das am Anfang auch wollte. Aber generell kann ich aber sagen, dass das bis jetzt immer gut geklappt hat. Und auch noch, wo ich am Anfang auf dem Punkt bin, wo ich mir selber Sänger kann aussichern, hilft mir das natürlich, weil. Da gucke ich natürlich für Sänger zu holen, mit denen ich fand, dass ich gut schaffen kann, wo sich gut unterhören kann. Wo besser die Geschichte doch vielleicht können gut rüberbringen. Wäre vielleicht interessant, hast du einen Standardsänger, wäre vielleicht interessant, dann ihn zu holen, den du regulär hast, den dich kennt, den Geschichte dann mehr den Zeit mit dir verbringt, den nicht besser kann rumgehen, wäre vielleicht interessant hier im Land. Und das ist mal doch Artisten zusammen zu schaffen. Genau. Weil ich meine, du könnt emotional noch mehr rüber, wie wenn du den aus Amerika holst. Voilà. Man vielleicht das kennen und mit dir am Alltag sind, da könnte das alles natürlich immer besser rüber. Ja. Du hast auch gleich eine neue Single, die rauskommt, ne? Richtig, der 14. Ja. Zimmer mal drüber. Ja, das ist der 14. Mai, könnt die raus. Die Single nennt sich This Time.
Und die habe ich zum Beispiel auch nicht selber, ganz selber geschrieben. Da konnte ich Unterstützung von einem großen Producer, Songwriter und Musical Director aus England. Den das zum Beispiel, der geht meistens auf Tour oder den das an Vergangenheit mal Tour, auf Tour mit Britney Spears zum Beispiel gegangen. Und ja, während der Corona-Zeit hat er eben seine Service angeboten und neue Künstler für ihn eben ein bisschen zu helfen. Er hat dann Mixing angeboten, er hat Songwriting angeboten, Production hat er angeboten. Für einen Preis dann natürlich. Und ich habe am Anfang mit Tim und einer von meinen Singles geschafft, wo ich wirklich selber geschrieben habe. Er hat da gemixt, da gemastert. Und er so, der Sound, den gefällt mir am Anfang an den Text da. Und er so, den hat noch so ein paar Lieder aus seinem Backkatalog, wo sie jetzt, ja, die gehen gut bei deinem Stil passen, die gebe ich gerne, ich gehe ja gucken, was du mit denen kannst machen oder wen du kannst finden, mit denen wir können zusammen schaffen. Und daraus hast du dann dieses Time gehen, da das lo, zum Beispiel so, man den hast zu 80% lo von ihm geschrieben gehen, die war schon bald fertig. Mir so, bring du deinen eigenen Stil ran, an für Sachen, guck mal der Sängerin, was sein Fans, wird man gesangstechnisch das an. Weil du sind ich dann vier Sängerin zu fahren, hole ich dann ein bisschen über Spotify gemacht. Ich schon mal wirklich so, sind ein bisschen so sicher gegangen, vier Sänger zu fahren, wo noch nicht wirklich so bekannt sind, wo mir aber gefallen haben. Da sind ich eben auf das NRB getroffen, das hat zu dem Zeitpunkt ein EP rausgebracht. Und die Lieder haben mir wirklich gut gefallen und hat vor Singer-Songwriter auch noch jung. Ich meine, ich bin mittlerweile recht 21 Jahre. Und ich hatte Chance, dass es irgendwie sein E-Mail oder sein Instagram verlinkt hat um Spotify. Ich habe schon mal auf denen zwei kleine Message an los. Und dann habe ich dann Demo geschickt und hat die Demo am Anfang ganz gut gefunden. Und hat gesagt, ja, das ist wirklich etwas, was hat interessieren. Hat gerne mit einem anderen auch kollaborieren. Und daraus ist das ein bisschen entstanden. Das ist interessant, wie man im Lockdown und Leute sehen sich nicht, und trotzdem weltweit musst du nur Musik sozusagen. Also Genau. die Leute setzen sich immer weltweit, mit Amerika, mit England, Ja. musst du nur Musik. Wie hast du lo Karriere technisch, was hast du für Druck gemacht, was musst du lo, hast du lo Beruf, kannst du das hauptberuflich lo ausführen oder hast du da für Zukunft etwas, wie gesagt, wie hast du das lo Moment dir, bei dir? Ja, von meinem Hauptberuf als Edukateur. Ich bin von Edukateur am Moment bei älteren Leuten mit einer Demenz. Das gibt mir am Anfang auch die Möglichkeit, am Musikbereich etwas zu machen. Weil es sind aber zum Beispiel Sachen, die kosten. Und wenn ich zum Beispiel keine Arbeit habe, kann ich mir die Sachen am Anfang gar nicht leisten. Dafür bin ich froh, dass am Anfang. Ja, Musik ist am Moment nicht mein Hauptberuf. Aber dafür zum Beispiel fand ich so Leute wie zum Beispiel Turner Thun. Das ist wirklich so ein, auf den ich rumgucke, weil der kommt wirklich aus seiner Leidenschaft eben lo, hier kann nur mal leben. Das ist wirklich etwas, wo ich irgendwann der Kavallerie noch von schwer weggehen. Mit das tut nicht immer wirklich die rein mit Talent auf. Sie brauchen noch Chance an die richtigen Connections. Wenn ihr wirklich guckt, geht Hans du da, wenn ein, zwei Lieder wirklich wie ein Bomben ausschlagen und dann hört ihr schon einen kleinen Bekanntheitsgrad. Und da kann einem schon wirklich viel Dieren abmachen. Das heißt, ja, und sowieso, ich war wirklich, ich angefangen habe mit Songwriting, ich war wirklich eh, wo, wenn ich meine Musik gelauscht habe, ich war eh, wo wirklich, ich will gucken, wen hat das überhaupt geschrieben, wen hat das produziert. Und da habe ich wirklich gesehen, dass Songwriter, du weißt, du warst von keinem Sau kannt. Und ich sag mal, voilà, es sind nur so musikalisch. Ich gesehen zum Beispiel, Ed Sheeran, du hast mit dem und dem zusammen geschafft. Du hast dann auch diese selben Personen dabei kommen. Zum Beispiel, wenn ich nur für One Republic, der war in Tether. Er hat wirklich auch hat Lieder für Beyoncé und alles, wo er geschrieben hat, wo am Anfang die Leute gar nicht wissen. Und da sollte ich mir, okay, das ist vielleicht so etwas, wo ich mich kann, was ich kann machen. Und voilà, das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Nur im Moment, wenn ich zwar viele Menge Lieder und ich immer meinen Namen, aber mein Ziel ist doch, auf lange Dauer für andere Leute zu schaffen oder zu schreiben und dass mein Namen vielleicht so in den Credits erwähnt wird. Das ist wirklich auf lange Sicht eben mein Ziel. Und vielleicht irgendwann mit meiner Passion so zu verdienen, wirklich, ja. Klar, ich hoffe noch, dass das klappt. Ich meine, Musikbusiness hier im Land geht immer mehr groß, immer Ja. besser. Leute wie dich können wir immer gebrauchen. Zumal für, wie ich gesagt habe, halt die Leute, die das nicht drauf haben, also die anderen Talente haben, das definitiv gesehen, du persönlich vielleicht in Zukunft für dich. Schon nicht viel Plan.
Ja. Es wird lang, ich nicht CSV mehr. Ich persönlich gesehen, du wirst viel Potenzial. Wie gesagt, ich war, du hast mir ja die Single geschickt für den Livestream. Ja. Jetzt ja. An, wo man gesagt hat, ja, ja, schien das nicht. Ich dachte, ah, okay. Okay, ja, ja. Im Land gilt auch. Also, wie gesagt, ich schien komplett davon bewusst, dass es am Ausland ganz oft. Billy Eilish, also auch sein Bruder schreibt ja seinen Text da. Also, genau. Zu sein hat das ja der berühmte Star. Ja. Hat das ja gar nicht komisch ist am Ausland für ja. Props, dass, dass du da Tigris zum Holz. Ich meine, der Lockdown hört ganz viele Leute hier im Land. Und gerade Premium ist auch so ein Lockdown-Baby. Voilà, ja. Ich denke, du hast nicht leid, dass das Leute gut wird rauskommen. Das Leute hat dann Zeit für sich und für Talente, weil ja. Du siehst ja viel drunter, hast du nicht viel geschrieben oder hast du viel drunter Texte oder Geschichten oder so. Naja, von quasi gar nicht. Also, das wirklich, im Lockdown hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit für. Du hast jeder ein bisschen neue Sachen und sich selber ein bisschen erkannt. Und du hast vielen wirklich Möglichkeiten gegeben, mehr aus sich, mehr sich selber kennenzulernen. Und voilà. Für viele war es natürlich auch eine schwere Zeit, natürlich auch für mich, für Jiderin. Wir haben einfach probiert, das Beste daraus zu machen. Und voilà, dafür, auf einer Seite bin ich auch froh, dass wir den Lockdown hatten, auf der anderen Seite natürlich nicht. Aber wenn ich nur wirklich mein künstlerisch Seite gucke, bin ich froh, dass man die Opportunität hatte, weil ich sich einfach mehr Zeit für sich oder auch mit der ganzen Familie konnte tun. Sonst war ich nicht mehr so wirklich an dem Stress, entweder Schulstress oder Arbeitsstress. Aber während dem Lockdown hatte ich wirklich ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruf zu kommen und sich mit sich selber zu befassen. Ja. Wo ist den Lieder dann den Patienten schon ein Kaffee gespielt? Da kann gut, also ich kann mir vorstellen, dass das gut zur Summe passt. Ja, also ja. Alle Leute, Demenz, Musik, ja. Das ist für mich eine Qualität, die gut zur Summe passt. Holst du, schaffst du das mal dran an deinen Beruf als Edukateur? Das tue ich am Moment noch nicht wirklich gemacht. Aber wie kann ich auch um meinem Album zu schaffen? Gucke ich wirklich für, falls den ein Kaffee fertig ist, dass ich das ein bisschen mal dann drum, ich kann auch mal tollen. Weil das ist nicht, wie wenn ich wirklich so Heavy-Metal-Musik mache. Ich mache wirklich auch mehr ruhige Musik. Zum Beispiel auf dem Album, du hast zwar noch, du kannst ein bisschen von allem dran. Aber wenn ich aber gucke, 80% davon ist ein bisschen mehr ruhig, so richtig Pop-Balladen noch. Tisch, ja, das kann ich wirklich so an dem Job als Musik auch ein gut qualifizieren, mit den Leuten zu schaffen. Und das ist wirklich etwas, wo ich gerne gebe, weil mich ich mal dran hole. Ja. Genau. Ja. Super, schon vielen Dank für die Zeit. Merci. Du kannst den Kollegen schon, den Kollegen auch merci, dass sie dich gepusht haben, für das müsste du brauchen, wenn du den kleinen Push hast. Vielleicht noch einmal, du mit dem Heft voller Texte, die keine Herren heute. Und du definitiv Probs in den Kollegen, dass an und dich, dass du dich getraut hast, dass den Schritt zu machen an die Richtung. An, ich meine, du könnt noch vieles nur, ich verlinke natürlich auch den Sachen an Musik aus. Richtig gut. Könnt auch gleich ein Interview mit RTL, hast du mal gesagt, ne? Da hätte ich das auch ein bisschen den echten am Land, wo du ein bisschen Recognition kriegst, ne? Von den lokalen Medien, natürlich nicht von meinen Jugendprojekten, aber von ein bisschen groß lokalen Medien. Genau. Ja, ich hatte zum Beispiel auch bei Malo Radio war ich noch am Interview. Ich hatte auch Urlaubs für den Release von meiner Single, wo du gleich werden rauskommen. Ich fand das noch gut von den lokalen Medien, aber mir gedacht, okay, du hast ihn, wir hören dich, wir sind dich. Den noch immer gut sein. Ja, das ist auch wirklich eine Motivation, wo ihn hört, okay, ich meine, weiter. Und ich bin einfach glücklich. Ja, aber definitiv wird man noch viel vom Steve hören. Ja, sehr schön. Vielmals merci. Merci auch.